Hallo und herzlich willkommen, liebe Witcher 3 Freunde. Ich bin der Zap mit meinem Let's Play Witcher 3 Hearts of Stone. Und in dieser Folge wollen wir Rüstung bauen. Ich zeige euch kurz, was ich vorhab. Wir sind Stufe 34. Und ich kann euch gar nicht zeigen, was ich vorhab. Eine upirische Rüstung, ich glaube, so heißt das. Die wollen wir bauen. Dafür müssen wir uns aber erstmal ein Rüstungsschmied krallen, finden, aussuchen, wie auch immer. Ich gehe mal hier und wir latschen mal hier zu der Markierung. Und von da machen wir Schnellreise. Und dann gucken wir mal, wo wir denn... Du wirst ersticken. Natürlich werde ich ersticken, aber jetzt nicht. Und dann gucken wir mal, wer uns das bauen kann. Gute Leute! Magier haben das Haus der Jäger angezündet! Was? Die Magier. Aber ich habe da gerade keine Zeit für, was die Magier machen. So. Upsala. Dagegen gerannt. Hier wollte ich hin. So, pass mal auf. Wir werden jetzt erstmal hier zu meinem Lieblingsrüstungsbauer reiten. Reisen. Und dann wollen wir mal schauen, was der so bauen kann. Ja, ich weiß, das ist immer ein bisschen lästig, da zu ihm hochmarschieren. Aber es ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Der ist aber gut. Der kann gute Sachen machen. Der kann gute Sachen machen. So. Achtung. Weg da. Ich hab's eilig. Ich muss mir eine Rüstung bauen lassen. So. Und dann gucken wir mal, ob er mir theoretisch alles bauen kann und was ich für Zutaten... Nix. Was ich für Zutaten brauche. So. Hallo. Wie kann ich helfen? Ja, sag ich dir schon. Hier, mach mal eine Rüstung. Ich brauche eine Rüstung. So, also. Pass auf, wir wollen das Ding, diese upirischen Handschuhe und upirischen, keine Ahnung, was ich dafür alles brauche. Benötigte Stufe 38. Da sind wir zwar noch nicht, aber ich will das schon mal bauen, dann haben wir das schon mal. Dann das legen wir uns dann in irgendeine Truhe und dann, wenn wir soweit sind, haben wir es sofort und dann können wir direkt loslegen. Mein Bildschirm ist weg. Warum ist mein Bildschirm weg? Mein Bildschirm ist wieder da. So, mein Bildschirm war kurz weg. Warum auch immer. So, pass auf. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür... Das haben wir, Leder haben wir. Das heißt, wir können diesen Gegenstand jetzt herstellen. E für herstellen. So, dann haben wir die schon mal. Die Handschuhe haben wir schon. So, was brauchen wir noch von diesem upirischen Kram? Was haben wir denn da noch? Mein Gott, was wir alles hier machen können. Da. Diesen Svalva hätte ich gerne. Können wir den auch schon machen? Nein, Zutaten fehlen. Was fehlt uns denn da? Rubinstaub fehlt uns. Sonst haben wir alles. Wir gucken mal eben, was die ganzen anderen upirischen Sachen, was haben wir da? Da fehlt uns auch Rubinstaub. Smaragdstaub. Aha. Rubinstaub und Smaragdstaub fehlt uns da. Haben wir noch was Upirisches? Ich guck mal eben. Stiefel. Aha. Rubinstaub und Amethyststaub. So. Den Rest haben wir wieder. Aber auch nicht so viel Bernsteinstaub werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen, weil der geht jetzt auch zu Ende bald. Wir kaufen einfach mal ein bisschen was ein, oder?
Tschüss. Leb wohl. Ja. Ich muss erstmal Zutaten besorgen. Ich muss erstmal. Ich werde erstmal Zutaten besorgen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber ich habe schon eine Vermutung, wo wir das machen. Pass mal auf. Wir werden zu unserem speziellen Freund wieder reisen. Und mal gucken, ob der die ganzen Zutaten hat. Dann werden wir uns damit erstmal eindecken. Mit den Zutaten. So, und dann bauen wir uns schon mal ein bisschen was und das legen wir uns dann in die Kiste, damit wir uns das nicht, damit wir das nicht die ganze Zeit mit Quatsch, aber dann haben wir schon mal. So, pass auf, ich fahre, fliege, Schnellreise jetzt hier zu Kollege, na hier, da. Ja, da wollen wir hin. Na, mal gucken, was der so hat. Ja, Geld brauchen wir auch noch, ich weiß. Aber wir haben ein bisschen was. So. Na komm, Geralt, renn mal dahin. So. Was hast du denn? Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Ich freue mich auch. So. Lass mal, zeig mal. So. Was hast du aus Ophir alles dabei? Genau. Darf ich mal sehen? So, mal gucken, was er hat. Ja, da hat er doch schon einiges. Bernsteinstaub hat er. Das brauchen wir. Boah, guck mal, was das kostet. 248. Aber ich kann es nicht ändern. Das brauchen wir. Da kaufen wir erstmal alles auf. So, und dann hat er Amethyststaub. Das brauchten wir auch. Da hat er zwei nur von. Naja, kaufen wir auch erstmal. So, was brauchen wir sonst noch? Smaragdstaub? Brauchten wir das? Rubinstaub? Ich glaube, Rubinstaub brauchten wir auch. Boah, ist so teuer. Aber will ich haben. So. Saphirstaub brauchten wir auch, glaube ich. Das kaufe ich auch. So. Wüsste ich jetzt noch mehr, was wir brauchen? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Danke. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Ja, ich lob auch, wenn ich Zeit dazu finde. Aber erstmal. Entschuldigung. Erstmal nicht. So. Jetzt reisen wir wieder zurück. Hier zu unserem kleinen gestiefelten Freund. Wo ist er? Hier, nach Krähenfeld. Fels, Krähenfels. Mit S. So viel Zeit muss sein, dass das Krähenfels heißt. So. Und dann werden wir uns das schon mal in die Kiste legen. Wir haben nämlich hier in Krähenfels auch eine Kiste, wo wir das ganze Zeug reinlegen können. Und dann gehen wir wieder auf die Suche nach irgendwelchen Monstern. Da müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Wir müssen ja unsere Stufe ein bisschen aufleveln. Wie kann ich helfen? Das sag ich dir. Achtung, fertige mal was an. Ich brauche eine Rüstung. So, hier, pass auf, was war jetzt? Jetzt können wir nämlich was machen. Ich roll mal hier runter. Wo war das? Wo war das? Wo war's? Boah, mit der Maus geht das echt schneller. Hier. Diese Hose, die kann ich jetzt machen. 152, okay, bau mal. So, wir haben diese Hose. Mist, da fehlt uns was. Da fehlt uns Smaragdstaub. Ja gut, aber wir haben schon mal ein bisschen was. So, können wir denn noch was machen? Hier, die opirischen Stiefel, die können wir auch schon machen. Komm, die bauen wir auch. So. Ja, da fehlt uns hier von dieser Schuppenrüstung. Da fehlt uns
Rubinstaub und Smaragdstaub. Ja, das ist ärgerlich. Aber nicht zu ändern. Haben wir was zu reparieren? Mal gucken. Ja, ein bisschen kannst du reparieren. Komm, reparier mal. So, dann sind wir nämlich wieder auf dem aktuellen Stand. Tschüss. Leb wohl. So, und jetzt rennen wir mal eben zur Kiste. Ups. Ich weiß noch aus dem Hauptspiel, wo die stand. Ich weiß noch, wo die stand, die Kiste. Dann müssen wir nämlich hier hin. So, ja, jetzt gehen wir da hoch. Dann müssen wir hier rein. Dann müssen wir hier rechts. Da seht ihr schon die Kiste oben. Hier. Und da ist die Kiste. Unser Lager. So, natürlich leer. In meinem schönen Hauptspiel, beziehungsweise im Hauptteil, war die schon schön gefüllt. So, was legen wir denn da rein? Also, diesen opirischen Kram legen wir schon mal da rein. Da, da. Das Schwert behalten wir, weil es ist bald soweit. So, wann kann ich denn benötigte Stufe 35? Da kann ich auch bald, aber davon brauche ich nur eine. Ja, das brauche ich nicht, das kann ich schon mal ablegen. Das ziehe ich auch gleich an. Nee, das sind diese opirischen, die lege ich da rein. Die ziehe ich an, wenn wir Stufe 35 erreicht haben. Die sind Blödsinn im Moment. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Das ist auch Blödsinn. Das sowieso. Was haben wir denn hier? Plus 10. Und hier haben wir auch plus 10. Das heißt, davon kann ich eine weglegen. So, okay. So. Warum mache ich das nicht gleich mit der Maus? Keine Ahnung. Gut. Was haben wir hier, was wir hier noch weglegen können? Auch einiges, oder? Kommen diese Haken. Diese Haken. Die können wir mal... Alte Schaffell, Schädel... Was weiß ich, wofür ich das brauche. Mupfeln können wir auch weglegen. Zerbrochenes Ruder. Wolfsfell. Komm, das legen wir alles mal weg. Wir haben es ja hier in der Kiste liegen. Dann holen wir es uns. So. Da können wir noch ein bisschen Geld tauschen. Das ist gut. Das können wir noch eintauschen. Okay. Das soll erstmal reichen. Hops, nein, da wollte ich nicht hin. Ich kann jetzt nicht speichern. Warum nicht? Jetzt kann ich speichern. Weil ich gerade im Hauptmenü war, deswegen. Okay, so. Jetzt lass uns doch mal eben gucken, was wir jetzt... Und du bist der. Ja, ich bin der, genau. Was wir hier abgeschlossen. So, wir haben hier nichts mehr auf. Kann das sein? Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Wir haben hier nichts mehr auf. Ich brauche aber noch ein bisschen Auflevelei. Ja? Komm, dann gehen wir jetzt einfach mal... Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase. Ja. Tolle Gespräche, die ihr hier führt. Dann gehen wir jetzt mal ein paar Banditen noch verhauen, oder? Wir suchen uns noch mal ein paar Banditenlager. Verhauen ein paar Banditen, bis wir Stufe 35 sind. Und dann gehen wir zu unserem großen, großen Ziel. Dieser komischen Kröte. Da, wo wir ja kläglich gescheitert sind. Ich bin gespannt. Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor der Kröte, muss ich ehrlich gestehen. Ah, wie schön. Ja.
Dann wird mal, wie geil das hier wieder aussieht, oder? Moment. Einen Schalen mitgebracht. Wie geil das wieder aussieht. Der kommt schon von allein. Keine Angst, wenn der Baron erfährt, dass jemand Schweinefraß stiehlt. So, im Hauptspiel war der Baron bei mir tot. Ja. So, aber ich spiele ja hier nur das DLC Hearts of Stone. So. Banditen verkloppen wollen wir. Was haben wir denn hier? Nicht erkundeter Ort. Ach komm, der ist in der Nähe. Da gehen wir mal eben hin. Muss ich natürlich markieren. Schönen Dank auch. So, komm, wir gehen mal eben hier hin. Mal gucken, was das da ist. So. Ich habe es im Hauptspiel bestimmt schon mal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, was da war. Und deswegen laufen wir mal da eben hin. Und gucken mal. So, ist ja nicht weit. Das ist ja nicht weit. So. Ah, gucken wir da. So. Also. Dann schauen wir mal, was wir da für euch so tun können. Hallo? Einer da? Hülle. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Da haben wir ihn. Ups, das war's schon. Das ging ja fix. Das ging ja fix. Ich glaube, da bin ich mit den Banditen mehr beschäftigt, oder? Als mit diesem blöden Ghoul. Irgendeiner. Guck mal, im Hauptspiel kamen da nach der Explosion immer noch ein paar Ghule raus. So, nehme ich alles mit. Gut, so, dann hätten wir das. Was machen wir als nächstes? Ich guck mal eben auf die Karte, was wir hier so in der Ecke noch haben. Ja, ich brauche eigentlich blaue Ausrufezeichen. Das wären dann Quests für mich. Ich sehe aber hier jetzt im Moment keine blauen Ausrufezeichen. Ich streng mich ja schon an, aber nix da. Okay. Gut. Hier unten sind auch noch ein paar Sachen. 1, 2, 3. Die nehmen wir auch noch mit, oder? Die nehmen wir auch noch mit. Plötze, komm mal ran hier. Da hinten bist du. Was treibst dich da hinten rum? Ja. Ja, komm mal nach hier. Ja, komm. So. Jetzt aber. Los, lauf! Ja, genau, lauf. Lauf. Schneller. So. Upsala. Ja, dann gucken wir mal, was dahinter sich so verbirgt. Hinter dem Fragezeichen. Ich renn mal hier durch. Aua. Direkt vor. Ich reite immer direkt vom Baum. Das ist schrecklich. So. Und schon sind wir da. Ein Wolf. Achtung. Halt, bleib mal stehen. Ich nehme ihn mal eben mit. Ach, da bist du schon. Da bist du schon. So. So. Das war's schon wieder. Ja, gut. Okay. So, ein bisschen aufnehmen. Fleisch ist immer gut. Ich habe ja von Anfang an Knödel bekommen hier in diesem DLC. Die gehen aber auch langsam zur Neige. Ja. Da ist es gut, dass ich mich ein Monster nest. Hallo. Ups. Oh, hier weiß ich, im Hauptspiel habe ich mich auch hier ziemlich schwer getan.
mit den Ghoulen. Weil ich dann noch nicht so hoch im Level war. Aber jetzt recht easy. So. Hier ist ein Ghoulnest. Ja. Ich muss es zerstören. Natürlich musst du das. Ja, mach mal. So, und... Und da ist noch einer. Komm doch. Komm doch. Guck, der ist schon Stufe 9. Okay. Und die Bewohner kommen wieder. Das mache ich alles nur, damit ich endlich auf meine Stufe komme, die ich benötige. So, ich guck mal eben, wie weit wir sind. Ja, guckt oben. Also dauert nicht mehr lange, bis wir Stufe 35 erreicht haben. Da müssen wir allerdings noch ein bisschen was tun. Hier ist noch ein Händler. Du siehst aber gar nicht gut hey, aus. Händler. Sei gegrüßt. Zeig mal, was da ist. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was hat er denn? 30 Hähnchen hat er. Ist das toll für uns? Wir haben 5 Hähnchen. Dafür haben wir aber wieder Kram, den wir nicht brauchen können. Wie hier irgendwelche Schädel. Boah, da kriegen wir ja, da werden wir ja richtig reich damit. Unglaublich. Da werden wir ja richtig reich damit. Ja, alles andere möchte ich ihm eigentlich nicht in die Hand drücken. Ja, komm, mehr brauchen wir nicht von dir. Leb wohl. Nicht meine Schuld, dass er unter den Wirken so richtig toll war das jetzt bei dir nicht. So, wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Hier ist das nächste. So, welche Richtung? Die Richtung. Und los geht's. Können wir mal eben hinlaufen. 200 Schritte ist jetzt nicht allzu weit. So, wo sind wir? Hier sind wir. Okay. Das ist bestimmt wieder ein Ghoulnest. Ein bewachter Schatz, den müsste ich auch nochmal ausheben. Der wird dann bestimmt wieder von irgendwelchen Banditen bewacht. Was haben wir? Da ist doch ein bewachter Schatz. Da siehst du. Wo denn? Was bist du denn für einer? Ich glaube, ich hole dich mit der Welle mal darunter. So, pass auf. Hallo. Ey, bleib hier. Nicht weg. Komm her. Komm her. Du wirst da nicht. Ich kann mich erinnern, im Hauptspiel bin ich noch vor dem weggerannt, weil ich noch nicht den Level erreicht hatte. Ja, und jetzt mache ich den einfach mal nebenbei. So, einfach mal so. So. Dann nehme ich alles mit. Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Gut. Sollen wir noch irgendwo was finden? Oder sollen wir es in der nächsten Folge machen? Ach komm, einmal suchen wir noch was. Einmal suchen wir noch was. Guck, hier unten ist noch was. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. So. Das nehmen wir noch mit. Und dann ist gut. Also ich glaube, die kleinen Gegner machen auch nicht so viel an... am Auflevel-Modus aus. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wo ist denn das? Jetzt müssen wir hier nochmal rüber.
Okay. Komm. Schwimm mal eben darüber, Geralt. So. So, was haben wir denn hier? Mal gucken. Wo sind sie? Boah, wie viele Rehe sind hier? Was haben wir denn da? Haben wir hier ein Räubernest? Hallo? Person in Not. Auch da helfen wir doch gerne. Reihe bilden. Komm. Ich schwitze dich auf. Ja. Oder zwei auf einen Streich, ja, das ist ja super. Aber so richtig hoch sind die auch nicht, oder? So richtig hoch sind die jetzt auch nicht. So. Schickt mir mal eure Klamotten hier alle. So, da haben wir den Schlüssel. Okay. Jetzt können wir ihn befreien. Hey. Tja, ich hab kein Gold. Ich hab nichts. Ja, weiß ich. Aber wenn du nach Sandort kommst, wartet dort eine große Belohnung auf dich. Okay. Du wirst schon sehen. Ich guck mal, ob ich nach Sandort komme. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so alles rumliegen haben. Gucken wir, ob wir noch was hier rumliegen haben, was wir brauchen können. Der Wind heult. Natürlich heult der Wind. Was soll er sonst machen? Was soll denn so ein Wind sonst machen? Außer heulen. Haben wir da was drin? Ja, da haben wir auch was drin. Hier haben wir was drin. Hier steht noch einiges rum. Aber das hilft mir leider nicht beim Aufleveln. Das hilft mir nur, meine Finanzen ein bisschen aufzublasen später. Ja, da haben wir nicht mehr. So, war ich hier schon? Ja, hier war ich schon. War ich hier schon? Ja. Hier war ich noch nicht. So, okay. Upsala. Haben wir hier alles, oder? Ach, da ist noch was. Okay. Eine wertvolle Wasserflasche. Gut, wir gucken mal eben auf unsere Stufe. Ja, so richtig, richtig viele hat es noch nicht gebracht. Wir müssen da noch ein bisschen was tun, damit wir unsere Stufe 35 erreichen und endlich uns nochmal mit der Kröte anlegen können aus der Hauptquest, damit die Hauptquest auch weitergeht. Ich würde sagen, in der nächsten Folge hoffe ich, dass wir die Stufe 35 erreichen. Blümchen pflücken. So. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Bis dann, euer Zapp.